Nur kurz an den Soundmann, wir kehren zurück zu Mic 3 und 4, ja? Ja, alles klar. Jo. So, Cassius ist weiter, TMLC ist raus und wir kommen zum nächsten Match. Ja, das passt irgendwie auch, ne? Auch? Geil. Auch junger, hungriger MC gegen einen, der schon ein bisschen erfahrener ist und einige Titel geholt hat in letzter Zeit. Macht mal Lärm, jetzt auf der Bühne! Valik gegen Tommy Too Late! Okay. Tommy fängt an, Magda hat die Stoppuhr, Peter den Beat und ihr habt die Ohren auf und entscheidet danach. Let's go! Vier Takte Schlagabtausch, 1:30. Yeah, yeah, wo sind die Hände? Ey, ey, ey. Tommy Too Late, ja, immer genial. Macht mal Lärm für MC Kinderkanal. So sieht's aus, Dicker, hab den Flow verpennt. Schick dich dann zurück auf Nickelodeon. Ich komm in die Szene und ich bettel dich im Nu. Digga, mach mal Lärm für diesen dummen Rentner-Hurensohn. Junge, was geht ab? Jeder weiß, dass ich grad rule. Das wär Christian Lindner, wenn er schwul ist. Tommy Too Late, ich bin gut zu spät. Kommst in die Szene, komm mal erstmal in die Pubertät. So sieht's aus, Digga, was ich mach, kannst du nicht nachmachen. Du willst mich betteln, dann lass dir erstmal einen Bart wachsen. Ich bin schon in der Pubertät, aber das hast du nicht gecheckt. Jeder weiß, dass ich komm und jetzt einfach besser rap. Junge, Digga, du bist ein richtiges Opfer. Du hast mich einmal gefickt, aber du fickst mich nicht nochmal. In der Pubertät, wie ein Gangster am Flow. Und in der Pubertät, bald hast du die Menstruation. So sieht's aus, Digga, denn du hast eine Vulva. Ich schenk dir von dem Preisgeld ne Packung Airways Ultra. Digga, was geht ab, Junge, du bist nur eine Transe. Ich habe gerade keine Punchline verstanden. Jeder im Raum weiß, dass der kein richtiger Kerl ist. Seine Mutter lässt sich ficken für ein Münchener Helles. Lass das mit dem Betteln, Digga, Mann, du kannst es nicht. Meine Punchlines verstehst du, wenn du irgendwann 20 bist. So sieht's aus, Digga, weil es nicht genügt. Ja, ich bin ne Pranse, aber du bist nicht mein Typ. Digga, Junge, weil du einfach peinlich bist. Ich versteh deine Punchlines nicht, weil die einfach scheiße sind. Also halt die Fresse, ich verteil dir einen Gunshot. Deine Zähne sind gelb als SpongeBob Schwammkopf. Ey, scheiß Punchlines, hart geguckt. Meine Punchlines scheiße, dann gehen sie mit dir im Partnerlook. So sieht's aus, Digga, es ist Tommy, dieser Laberkopf. Ich bin Anwalt und ich verklage deinen Barbershop. Nach der ersten Runde, Digga, bist du raus. Meine Punchlines Partnerlook, denn ich sehe gut aus. Halt mal deine Fresse, Junge, was geht ab? Tommy Too Late, ist doch nur ein dummer Spaß. Vorbei, München, lass mal was hören für die beiden. Sehr, sehr nices Rematch. Wo war das Match vorher der beiden? In welcher Stadt nochmal? Stuttgart, ne? Zieht euch die Stuttgart-Show nochmal rein, um das vorherige Match der beiden zu sehen. Dann wird die Story ein bisschen kompletter. Ja, ihr müsst das jetzt entscheiden. Jeder von euch entscheidet sich für einen der beiden MCs. Angefangen hat der Herr auf meiner linken Seite. Wenn ihr sagt, Tommy Too Late war stärker, dann bitte Hände und Lärm für Tommy Too Late. Wenn ihr sagt, Valik war stärker, dann bitte Hände und Lärm für Valik. Hast du gesehen, wa? Herzlich willkommen in der nächsten Runde, Valik!